Sehr geehrter Herr Professor Hofreiter, sehr geehrte Familie Hofreiter, sehr geehrter Departmentleiter Professor Schmidt, sehr geehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine ganz besonders große Freude, Sie hier und heute begrüßen zu dürfen. Es ist zwar der Anlass jetzt nicht die große Freude, nämlich den Abschied von Professor Hofreiter, aber es ist ein ganz, ganz tolles Programm, das wir heute vor uns haben, und ich glaube, es ist Professor Hofreiter ganz besonders würdig, dieses Programm. Und ich glaube, das hat das Department mit ihm gemeinsam sehr, sehr gut vorbereitet. Und deshalb freue ich mich sehr, weil ich glaube, es wird eine inhaltlich besonders gute Veranstaltung werden heute. Ich glaube, es passt gut dazu, dass ich auch noch, bevor ich jetzt die Ehrengäste alle begrüße, auch noch ein paar Worte zu Aktuellem sage, nämlich: Es ist gestern ja, ich weiß, man kann über Rankings sehr unterschiedlicher Meinung sein. Noch dazu sind hier viele Fachleute, die also mit Statistik und Ähnlichem sich sehr gut auskennen. Trotzdem freuen wir uns natürlich sehr, dass wir gestern im QS World University Ranking by Subject jetzt erstmalig in die Top 50, nämlich am Platz 33 in der Land- und Forstwirtschaft vorgedrungen sind. Das mag jetzt viel oder wenig bedeuten, es bedeutet für uns in jedem Fall schon, dass wir erstens die Universität in Österreich sind, die in ihrem Fachgebiet die am weitest am vorderster Front gerankte ist. Das ist einmal schon auch ganz interessant. Und wenn ich da ein paar Mitbewerber nennen darf, an erster Stelle ist UC Davis, an zweiter ist Wageningen, unsere Partneruniversität, an 15 ist die ETH Zürich. Wir sind am Platz 33, Yale ist am Platz 35, die SLU in Uppsala ist am Platz 41, British Columbia, mit der wir auch intensiv zusammenarbeiten, auch auf Platz 37 hinter uns. Also ja, wie gesagt, man kann das jetzt so oder so sehen, aber ich sage einmal, es ist das ein großer Erfolg für die Bonn-Kultur, nämlich auch in der Außenwahrnehmung, weil ja hier auch die mit eingeht, wie die akademische Gemeinschaft uns auch sieht, neben den objektiven Kriterien. Ich möchte zunächst einmal meiner sehr angenehmen Pflicht nachkommen und Herrn Professor Markus Hofreiter selbst, seine Frau und seine beiden Söhne sehr herzlich begrüßen, hier bei uns im Festsaal. Und wie gesagt, wir sind schon jetzt sehr, sehr gespannt auch auf das, was er in seinem Festvortrag dann sagen wird. Besonderer Gruß geht natürlich auch an den Departmentleiter, Professor Erwin Schmidt, der eben auch heute moderiert. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dass das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft auch sehr hochrangig durch Sektionschefin Diplom-Ingenieurin Edith Klauser vertreten ist. Vielen Dank, Edith, dass du kommen konntest. Ich freue mich auch, dass auch unsere Ehrenträger vertreten sind. Ich freue mich, dass Ehrenbürger Hofrat Dr. Werner-Heinz Sator unter uns ist. Sind auch einige Kooperationspartnerinnen und Partner da. Ich kann jetzt nicht bei allen sagen, ob ich sie schon gesehen habe. Ich hoffe schon, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Diplom-Ingenieur Josef Blank von Regenergie, Geschäftsführer Magister Michael Broschek, Hauptmann vom Umweltdachverband. Ich freue mich, dass das Rektorat auch entsprechend vertreten ist mit Vizerektor Josef Glössl und Vizerektor Georg Haberhauer. Der Senat durch die stellvertretende Senatsvorsitzende, Frau Professorin Eva Schulew-Steindl. Und die Rektori Emeriti sind ganz besonders intensiv vertreten. Hubert Dürstein, Leopold Merz, Manfred Wählern und Herbert Hager freue mich ganz besonders. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass unser Ehrendoktor Dr. Franz Fischler auch diesen Anlass mit uns mitfeiern wird. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, dem Präsidenten des Europäischen Forums Alpbach. Besonders herzlich begrüße ich natürlich auch die Festvortragenden, Herrn Professor Dr. Stefan Tangermann von der Universität Göttingen, Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und OECD-Direktor für internationalen Handel und Landwirtschaft, Außerdienst in Paris. Er hat eine enorme, breite Erfahrung und wir freuen uns alle schon auf Ihren Vortrag. Und vielen Dank, dass Sie auch den Weg nicht gescheut haben, hierher zu kommen. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die dann bei der Podiumsdiskussion zur Verfügung stehen werden. Sie sind hier alle aufgelistet.
Prodekan-Professor Emil Erjavec, Sektionschefin Edith Klaus habe ich schon begrüßt, Professor Alan Matthews from Trinity College Dublin und Präsident der European Association of Agricultural Economists, Professor Dr. Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität in Linz, herzlich willkommen, Herrn Professor Stefan Vogel als Leiter des Instituts für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Herrn Universitätsprofessor Dr. Christoph Weiß, Leiter des Institutes für Wirtschaftspolitik und Industrieökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien. Also ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Professor Markus Hofreiter ist eine Institution an der BOKU, eine Persönlichkeit, wenn ich das so aus meiner Sicht sagen darf, die immer der Sache verbunden ist, manchmal vielleicht nicht bequem im Sinne des vordergründig Österreich-typischen Harmoniebedürfnisses. Jedenfalls jemand, der aber die fachlichen Herausforderungen immer annimmt und die auch in einem internationalen, globalen Kontext sieht und sich daher auch international einen entsprechend hervorragenden Namen gemacht hat. Persönlich konnte ich Markus Hofreiter 2001 besser kennenlernen. Das war das Jahr, an dem ich an die BOKU kam als Professor. Vielmehr für mich auch das Jahr, in dem ich als eine sehr große Tagung, nämlich der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft in Wien, an der TU Wien haben wir die organisiert, damals durchführen durfte. Und damals bat ich Professor Hofreiter um eine Keynote für den öffentlichen Vortragstag des Kongresses zum Thema internationaler Agrarhandel und Bodenschutz. Vortrag vor 900 Bodenkundlern, ja, die sicherlich jetzt zum Großteil nicht so sehr dem Wirtschaftsdenken und der Volkswirtschaft so nahe sind. Der Vortrag führte damals wirklich zu Begeisterung unter den Versammelten, ob der wirklich exzellenten interdisziplinären Verknüpfung und den sehr klaren Aussagen zu den globalen Zusammenhängen, zum Beispiel zwischen Bodenschutznormen und dem Weltmarkt. Wie kann Umweltschutzvorschriften, wie können die wieder den Weltmarkt, die Preise und so weiter, die Produktion in anderen Ländern beeinflussen. Es war dies der Zeitpunkt, wo ich also persönlich die Größe der wissenschaftlichen Persönlichkeit Markus Hofreiter wahrgenommen habe, aus eigenem. Professor Hofreiter studierte Volkswirtschaft an der Kepler-Universität Linz, promovierte 1984, 5 Jahre später folgte bereits die Habilitation, also man sieht schon sehr viel Zug dahinter und 2 Jahre danach bereits die Berufung an die BOKU. Also eine sehr, sehr rasche Karriere, die also schon auch auf seine großen Leistungen hinweist. Persönlich und im Namen des Rektorates möchte ich einfach Danke sagen. Danke für ein Berufsleben für die Wissenschaft, ja, die Agrarpolitik, für die großen Zusammenhänge und dies hier an der BOKU. Wenn man das Oeuvre von Professor Hofreiter betrachtet, so wird sehr schnell klar, dass er mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit die großen Veränderungen in der Agrarpolitik, nicht nur in Österreich, sondern in Europa und weltweit aktiv wissenschaftlich mit begleitet hat. Zahlreiche Publikationen und Vorträge beschäftigen sich mit den großen Reformprozessen, die in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben. Und er hat dabei die heißen Themen nie ausgespart, ganz im Gegenteil. Ja. Interessant ist, es findet sich zum Beispiel im Jahr 1987 eine Publikation zum Thema Bioethanol. Ja. Also eine Sache, die dann später eigentlich erst sehr, sehr heiß geworden ist. Arbeiten zur Schattenwirtschaft, ja. Auch nicht ganz uninteressant, glaube ich auch etwas, was bis heute eine gewisse Bedeutung haben könnte. Zur Nachhaltigkeit, sehr frühzeitige Arbeiten zur Nachhaltigkeit, ökologische Aspekte, Fragen des Kohlendioxid, der Ostöffnung, der EU-Erweiterung und natürlich ungezählte Arbeiten zur Agrarpolitik in Österreich, der gemeinsamen Agrarpolitik, der WTO und zu ökonometrischen Modellen, also immer auch natürlich die methodische, theoretische Unterfütterung durch entsprechende Modellvorstellungen. Diese Aufzählung kann man natürlich jetzt weiter fortsetzen und kann auch in der Kürze dem reichhaltigen Wissenschaftlerleben von Markus Hofreiter nicht gerecht werden. Und ich darf ja auch erinnern zum Beispiel
an Professor Franz, nicht? Der hat ja nicht sehr weit von hier, räumlich meine ich, gewirkt. Es war damals die Bodenkunde noch dort im Eck auf dem gleichen Gang hier. Und Professor Franz hat nach seiner Pensionierung, ja, 200 wissenschaftliche Arbeiten noch publiziert. Also wir können sicherlich noch sehr vieles erwarten. Ja? Also das soll hier kein Endpunkt sein, sondern wir erwarten noch sehr, sehr vieles. Ja? Also wie gesagt, also das ist jetzt keine Verpflichtung natürlich, sondern, aber es ist ein Ausblick, ich sage es mal so. Nicht? Seine große wissenschaftliche, fachliche Kapazität wurde von vielen erkannt und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Markus Hofreiter ungezählte Funktionen in wissenschaftlichen Vereinigungen auch ausgeübt hat, im Bereich der Politikberatung in Österreich und international ausübte und teilweise auch noch ausübt. Und ich glaube, dass das auch ein sehr gutes Zeichen ist, im Sinne der Universität hier nicht nur die Wissenschaft zu betreiben, sondern das dann auch letztlich in die Praxis hinauszubringen, in die Politik hinauszubringen. Ich kann also hier an dieser Stelle nur nochmal sehr, sehr herzlich Danke sagen für alles, was Sie uns, was Sie der BOKU gegeben haben und darf nur nochmal daran anschließen. Ich hoffe durchaus auch im wissenschaftlichen Bereich noch vieles von Ihnen zu hören. Ich glaube, Österreich, Europa braucht das auch noch. Vielen herzlichen Dank.